So, wenn wir aus ökonomischer Sicht über Open Source Software sprechen wollen, dann müssen wir uns natürlich im Klaren darüber sein, wer hier die ökonomisch relevanten Akteure sind. Ne? Da haben wir einmal die Gruppe der Beitragenden, also die, die Open Source mitentwickeln. Das beinhaltet Systemadministratoren, Datenbankadministratoren, Programmierer, Informatiker und Ingenieure. Ganz klar. Dann haben wir noch eine Gruppe von Akteuren, das sind kommerzielle Firmen, also die, die proprietäre Software anbieten, weil das die Konkurrenz ist quasi. Und als letzte Gruppe haben wir dann die User, die Leute, die Open Source Software benutzen und nachfragen. Und diese Gruppe, ganz klar, überschneidet sich erheblich mit der Gruppe der Beitragenden, ne? Also viele Leute, die an Open Source mitarbeiten, nutzen das gleichzeitig auch, ne, und haben deswegen ein Interesse daran, das mit und weiterzuentwickeln. So, und jetzt schauen wir uns mal das Kalkül der Programmierer an. Warum machen Programmierer mit bei Open Source Projekten? Was sind die ökonomischen Anreize, das zu tun? Bei einem Kalkül, ganz klar, können wir uns überlegen, es gibt Kosten einer Aktivität und es gibt Erträge einer Aktivität. Und wir schauen uns jetzt mal im Einzelnen an, was diese Kosten und Erträge sein könnten. Kosten der Open Source Arbeit für einen Programmierer, ganz klar. Die Zeit, die ein Programmierer in Open Source Software reinsteckt, kann der Programmierer nicht in andere bezahlte Arbeit reinstecken. Ne? Deswegen steht hier Opportunitätskosten. Wobei hier können wir unterscheiden zwischen einem freiwilligen Programmierer und einem bezahlten Programmierer. Ne? Also ein Freiwilliger wäre jemand, der in seinem Beruf nicht Programmierer ist, aber auch der hat Opportunitätskosten, nämlich weil er in der Zeit nicht seiner normalen Arbeit nachgehen kann. Und jemand, der in seinem Beruf programmiert und der vielleicht auch aus beruflichen Gründen an seiner Open Source Sache an Open Source Sachen arbeitet, auch der hat Opportunitätskosten, nämlich weil er nicht anderen Tätigkeiten in seinem Beruf nachgehen kann, ne? Zum Beispiel Lehre oder Forschung. So, das ist der hauptsächliche Posten, ne? Also hauptsächlichen Kosten von Open Source Arbeit sind die Opportunitätskosten. Dann gibt es Erträge. Was könnten Sie sich überlegen, was es für Erträge gibt? Hier können wir unterscheiden in kurzfristige und langfristige. Aus kurzfristiger Sicht können wir uns vorstellen, dass es sogenannte positive Spillover auf bezahlte und restliche Tätigkeiten gibt. Mit Spillover meinen wir positive Externalitäten. Ne? Gerade Systemadministratoren können in ihrer bezahlten Tätigkeit besser werden, produktiver, effizienter, indem sie sich mit Open Source beschäftigen. Okay? Das ist also sowas wie eine gleichzeitige Weiterbildung. Außerdem ist das Beitragen zu einem Open Source Projekt natürlich mit einem großen Cool-Faktor verbunden. Also eine gewisse Coolness, dass man da mitmacht und Teil einer bestimmten Community ist. Ne? Das ist jetzt kein monetärer Grund, aber es ist trotzdem ein ökonomischer Grund. Ne? Es stellt eine Motivation dar, etwas mitzuarbeiten. Und es stellt, ja, im Endeffekt stellt es so eine Art intrinsische Motivation dar, ne, an einem Projekt mitzuarbeiten. Dann haben wir langfristige Anreize, langfristige Erträge von Open Source Arbeit. Und hier geht es hauptsächlich um sogenannte Signaling-Anreize. Ne? Signaling, vielleicht haben Sie den Begriff schon mal kennengelernt. Signaling ist eben, dass man signalisiert, gut zu sein. Also man versucht zu signalisieren, gut zu sein. Okay? Und Jobchancen, Karriereüberlegungen ist ein wichtiger Posten. Langfristig bei Open Source Arbeit
Es ist einfach was, was man sich auf den Lebenslauf schreiben kann, was man vorzeigen kann, denn Open Source wird immer gewürdigt, also die Liste der Beitragenden ist immer verfügbar für ein Open Source Projekt. Und wenn man eben zeigen kann, dass man an vielen Open Source Projekten beteiligt war und dass man da eventuell entscheidend beteiligt war, dann ist das natürlich langfristig gut für den Lebenslauf. Und sendet ein Signal an den Arbeitsmarkt, dass man ein guter Programmierer ist, ne, dass man gut in seinem Job ist. Und dann dieser Punkt, den ich jetzt nicht so wichtig finde, ist eben, ist auf Englisch Ego Gratification Incentives. Ja, hiermit ist gemeint Verlangen nach Anerkennung durch andere. Ne? Also langfristig, manche Programmierer wollen eben langfristig signalisieren, hey, ich habe hier was an einem tollen Projekt mitgearbeitet und ihr solltet mich deswegen respektieren. Ne? Also das ist, kann auch eine langfristige Überlegung sein. Vielleicht noch ein Beispiel für jemand, der aus Open Source Arbeit Geld gezogen hat. Oder ein Beispiel, wie eventuell Geld zu machen ist aus Open Source Arbeit, ist nämlich, wenn aus einem Open Source Projekt eine Firma sich entwickelt und diese Firma aus Dankbarkeit im Nachhinein dann quasi Aktienanteile vergibt an die Beteiligten. Ne? Also, das hat man zum Beispiel gesehen, dass Linus Torvalds, dass Linus Torvalds und diverse andere wichtige Entwickler von Linux, die haben von diversen Linux-basierten Firmen Aktienanteile quasi geschenkt bekommen. Ne? Und das ist natürlich, ich weiß nicht, ob man ex ante das erwartet, wenn man an einem Open-Source-Projekt mitarbeitet. Ich bin mir sicher, dass Linus Torvalds das wahrscheinlich nicht erwartet hat, aber es ist eine Möglichkeit, wie man da Geld rausziehen kann. Okay, noch ein bisschen mehr zu diesen Signaling-Anreizen, weil es so wichtig ist. Aus ökonomisch-theoretischer Sicht ist bekannt, dass Signaling-Anreize eine umso größere Rolle spielen, je sichtbarer die individuelle Performance für das relevante Publikum ist. Ne? Das relevante Publikum sind andere Programmierer oder der Arbeitsmarkt oder von mir aus potenzielle Venture Capital-Geber. Ne? Individuelle Performance. Zweitens, Signaling-Anreize sind umso wichtiger, je stärker Performance und Anstrengung korrelieren. Also je stärker es einen Zusammenhang gibt zwischen der individuellen Performance und der individuellen Anstrengung. Und drittens, Signaling-Anreize sind umso wichtiger, je mehr die Performance über das Talent aussagt. Das wissen wir aus der ökonomischen Theorie. Ich glaube, das ist Arbeitsmarkttheorie. Und der erste Punkt ist, denke ich, der wichtigste. Der erste Punkt führt dazu, dass es sogenannte strategische Komplementaritäten gibt, zwischen den Entscheidungen der Programmierer und der Audienz. Denn um überhaupt ein Publikum zu haben, werden individuelle Programmierer einen Anreiz haben, in Projekten zu arbeiten, in denen viele andere Programmierer auch arbeiten wollen, beziehungsweise die Aufmerksamkeit vieler anderer Programmierer auf sich ziehen. Ne? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Leute, die an Open-Source-Projekten arbeiten, wollen natürlich am liebsten in sehr sichtbaren Projekten arbeiten, damit sie ein stärkeres Signal an ihre Audienz geben können. So, jetzt vergleichen wir mal kurz die Anreize zwischen Open-Source-Projekten und Closed-Source-Projekten. Wieder unterschieden nach kurzfristig und langfristig. Open Source Projekte haben potenziell kostenreduzierende Effekte für die Programmierer. Was heißt das?
Weil Open Source frei verfügbar ist, kann sie an Schulen und Unis sehr einfach für Lernzwecke verwendet werden, sodass der durchschnittliche Programmierer mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit vertraut mit der jeweiligen Open Source Software ist. Und direkte Benefits für die Firma des Programmierers ist zum Beispiel, dass der Programmierer besser wird im sogenannten Bugfixing, also besser wird, Fehler auszumerzen im System oder eine bestimmte Software individuell anzupassen an die Bedürfnisse einer Firma. Closed Source hat kurzfristig bessere kompensatorische Anreize, weil, klar, weil proprietäre Software durch den Verkauf Erlöse generiert und so dass wiederum die anbietende Firma entsprechende Löhne an die Programmierer zahlen kann. Ganz klar, ne? Das ist ein klassisches Lohnmodell. So, langfristig vergleichen wir mal hier. Open Source Performance besser sichtbar. Bei Open Source Programmen können Externe einfacher als bei proprietären Programmen die Funktionalität oder Qualität beurteilen. Warum? Naja, weil der Quellcode per Definition komplett und frei einsehbar ist. Entsprechend können Externe relativ genau sehen, welcher Programmierer welche Komponente beigetragen hat, die man ja wiederum gut beurteilen kann. Initiative. Bei einem Open Source Beitrag ist der individuelle Programmierer nicht mehr Angestellter, sondern Selbstständiger, sodass er volle Verantwortung für das Teilprojekt trägt. Das ist natürlich ein wichtiger Motivationsgrund. In einer Firma hat man das ja typischerweise mit Hierarchien zu tun, sodass die Performance hier stärker beeinflusst werden kann. Zum Beispiel durch Vorgesetzte und interne Regeln. Okay? Und da ist halt weniger Initiative dabei. Unterm Strich ist dadurch die individuelle Performance des Programmierers in einem Open-Source-Projekt viel besser, genauer messbar als in einem Closed-Source-Projekt. Dann, nächster Punkt, Variabilität des Arbeitsmarktes. In Bezug auf Open-Source-Projekte sind Programmierer eher weniger durch idiosynkratisches, projektspezifisches Humankapital gekennzeichnet, was wiederum eine größere Flexibilität im Umschichten zwischen den Projekten erlaubt. Nochmal, Open Source Programmierer sind weniger festgelegt auf ein bestimmtes System. Ne? Das ist damit gemeint, sie sind weniger durch spezifisches Humankapital gekennzeichnet, sondern sind eher flexibler. Was sie natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt flexibler macht, in anderen Projekten mitzumachen. So, ein Zwischenfazit, was können wir hier jetzt schon mal an Schlussfolgerungen ziehen? Ein Zwischenfazit können wir jetzt schon mal darüber ziehen, wer denn am ehesten dazu Open Source Projekten beitragen wird und welche Aufgaben besser in einer Open Source, welche besser in einer Closed Source Umgebung zu bewältigen sind. Wie wir schon festgestellt haben, sind sehr fortgeschrittene Anwender mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit auch Open Source Beitragende. Ne? Auch weil sie, insbesondere weil sie potenziell direkt daraus Nutzen ziehen können, ne? Über Bugfix und Customization, eben spezifische Anpassungen für ihre Firma. Eine weitere Gruppe von Open Source Anwendern sind Individuen grundsätzlich mit starken Signaling-Anreizen. Zum Beispiel, jetzt mal ein ganz idealtypisches Beispiel, ein sehr talentierter Systemadministrator an einer sehr kleinen Universität. Der kann über Open-Source-Beiträge
der kann Open Source Beiträge sehr gut als Signaling für den Arbeitsmarkt benutzen, um zu einem anderen Job zu gelangen. Und aus ökonomischer Sicht ist er natürlich effizient. Was ist mit den Aufgaben? Welche Aufgaben lassen sich besser mit Open Source bewältigen? Projekte, die Bezug zu Betriebssystemen oder Programmiersprachen haben, betreffen natürlich sowieso eher Programmierer, sodass hier Signaling-Anreize eher zur Geltung kommen und deswegen Open Source eher relevant sein könnte. Und im Gegensatz dazu sind Aufgaben, in denen es darum geht, die Anwenderfreundlichkeit für weniger Fortgeschrittene zu verbessern, eher durch geringere Signaling-Anreize gekennzeichnet. Ne? Zum Beispiel Design eines Graphic User Interface, technischer Support, Kompatibilitätsfragen. Das sind alles Sachen, die lassen sich eher mit Closed Source Software. Das sind Sachen, in denen Open Source keinen Vorteil hat, ne, weil hier die Signaling-Anreize weniger wichtig sind. Ne? Also kein Programmierer wird sich irgendwie groß auf den Hut schreiben: Ich hab den besten technischen Support oder den freundlichsten Support oder ich habe das und das Programm kompatibel für Linux gemacht. Ne? Das sind alles eher nicht so wichtige Signale für den Arbeitsmarkt. Als nächstes machen wir einen kleinen Realitätscheck. Wir schauen uns mal an, ob das, was wir in der Realität beobachten, denn mit den ökonomischen Argumenten, die wir bislang betrachtet haben, vereinbar sind. User Benefits, also Nutzen, den jemand als User an einer Open Source Beteiligung rausziehen kann, das spielt definitiv eine Rolle. Viele der prominenten Open Source Projekte sind teilweise aus der Frustration der User mit vorhandener proprietärer Software entstanden. Und weiterer Punkt: Anerkennung für Beiträge einzelner Programmierer und User sind sehr wichtig für die Leute, die mitmachen. Denn Reputationseffekte durch Kennzeichnung erfolgreicher Open Source Projekte hat in ganz vielen Fällen ganz reale Konsequenzen für Programmierer. Beim Apache-Projekt, also das, wo Apache ist das Open Source Programm, was über 50% Marktanteil bei HTTP-Servern hat. Da zum Beispiel wurde ganz großer Wert darauf gelegt, alle Beitragende, inklusive des Kernteams, mit dem größten Einfluss auf die Entwicklung, namentlich auf der Homepage des Projekts zu nennen. Ne? Und das ist natürlich ein sehr starker und öffentlicher, ein sehr starkes öffentliches Signal. Ne? Und diverse Beitragende aus dieser Liste wurden dann von Apache-Abteilungen, private Unternehmen wie IBM für bezahlte Projekte angeheuert und sind inzwischen gar fast fest angestellt in solchen Abteilungen. Okay, also für solche Leute kann ein erfolgreiches Open-Source-Projekt auf jeden Fall ein Sprungbrett sein, ne? Oder auf Neudeutsch Stepping Stone. Weiterhin gibt es einige Beispiele dafür, dass Open-Source-Beiträge ein gutes Sprungbrett für potenzielle Venture-Capital-Unternehmen sind. Also fremdkapitalfinanzierte Unternehmen. Beispiel: Die Gründer von Sun, von Netscape und Red Hat haben allesamt ursprünglich, bevor sie ihre Unternehmen gegründet haben, haben ihr Talent in der Open-Source-Welt signalisiert, ne? Und das ist natürlich ein wichtiges Signal auch an die Kapitalgeber, dass das zumindest mal talentierte Leute sind. Okay, an der Stelle eine kurze Pause, weil ich heiser werde.